Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Kurz vorab, es ist 2 Uhr nachts, das heißt, ich werde nicht allzu viel sagen. Wir spielen einfach ein bisschen BMG, machen die Autos kaputt und ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Jetzt geht's los. So, ich habe gerade noch ein krasses Fahrzeug rausgeholt, aber wir fangen sanft an. Und zwar. Ach, was darf niemals fehlen? Wo ist der? Ich fehle ihn nicht mal da. Der absolute Klassiker darf niemals fehlen. Ach, hier gibt es noch unterschiedliche von. Die sind mir nie aufgefallen. Das kann man hier nehmen. Ja, okay. Vergessen wir, was wir gesagt haben. Wir starten direkt drauf rein. Mit manueller Schaltung. Oh, Alter. Aber können noch mal reinfahren. Nein, falsche Richtung gedreht. So, mir fällt gerade auf, unser Antrieb ist kaputt. Also kann man sowieso nicht. Ich würde sagen, wir fahren noch eine Runde mit dem. Fand ich eigentlich ganz nice gerade. Ah, jetzt können wir aber noch mal fahren. Also, wir schaffen es zumindest rein, denke ich. Okay, die ist auch cool. Ja doch, glaube ich. Boah, Alter. Oh. Ja, okay, gut. Das ist ein Schaden, den man nicht sehen kann. So, was nehmen wir denn jetzt? Sagen wir mal so eine G-Klasse oder so. Ja, den. Diesmal mit Automatik. Okay, aber. Okay, ja, nee, wir können nicht mehr fahren. Muss da wieder rein. Also daher müssen wir dann jetzt nicht mehr lenken. Schade. Warte, Fahrzeug wechseln. Ich muss nicht. Wechseln. Da, wieso? Gehst du nicht mehr? Okay, mal neu starten. So, ja, würde ich sagen, nehmen wir mal den hier. Den ich jetzt genommen habe, der ist geil für Offroad, muss ich sagen. Aber ich weiß nicht, irgendwas hatte der. Ich glaube, die Achsen fallen schnell raus. Irgendwas war da, ich bin mir nicht mehr sicher. Ah ne, die Achsen waren glaube ich bei etwas anderes. Da war glaube ich der einfach OP. Das ist der glaube ich OP im Gelände ist.
ich uns dann noch rauskriege. Ja, so halbwegs. Da noch mal rein. Das stimmt, dann mal wieder hier. Ja, okay, gut, das Auto ist durch. Wir machen mal weiter. Nehmen wir jetzt mal hier so einen Truck. Ja, wenn wir den doch gerade schon hier haben, nehmen wir den. Oh, direkt im Motor durch. Aber eben, der ist ja noch verankert. Oh, das da hinten war mein Treibstoff. Und das dort auch mein Treibstoff. Komm, da kommen wir nochmal rein. Okay. Ja, gut. Jetzt kommen wir da nicht mehr rein. Da wird es schon durch. Also das Ziel verweisen wollten. Der Bus, der darf nicht fehlen. Haben wir einen Bus da rein. Oh, ich hab den ganzen. Ich hab das ganze Teil. Oh, ich bin nicht mehr Blockade. Ich hab das ganze Ding aus seinem Leben. Na gut, Fahrzeuge wechseln, in der Zeit muss das Ding wieder anlaufen. Boah, jetzt, ich hab Lust, den kleinen hier zu nehmen. Hier, den da, der sieht gut aus. Eine Kugel und der ist weg. Der ist gar nicht so lahm. Lassen wir das. Okay, gehen wir an meinen Super Truck hier.
ist halt ultra krass fürs Gelände gemacht. Der fährt, glaube ich, höchstens 50 oder so. Boah, ich hab den Schleuderhopf genommen. Alter, okay, nee. Der lässt nicht locker. Machen wir nochmal. Wir müssen jetzt wieder den da hinten anlaufen lassen. Derzeit. Ah, oh, perfekt, mein Trinken ist leer. Sad life. Digga, da passiert mir überhaupt nichts. Aber das Fahrzeug sollte noch laufen. Nee, du sollst doch auf den Rädern bleiben. Sieht nicht gesund aus. Gut, was haben wir denn noch so Schönes? Na gut, mache ich hier mit weiter. Das ist ein relativ billiges Modell, sieht man ja auch. Aber egal, lässt sich gut zerstören. Oh, fährt noch? Ja, es fährt noch. Das ist immer noch offiziell perfektes Fahren. Nochmal.
Okay, nehmen wir nochmal einen Angriffsratschlag. Nehmen wir hier den Vorsehen. Der erste hier ist schon. Simulation abgestürzt. Gut, nehmen wir den nicht. Nehmen wir den hier. Okay, gut, wir müssen hier nochmal drauf. Ich muss den Map nochmal aufbauen. Eigentlich, wir haben ja alle Autos, nicht alle Autos, aber die wichtigen Autos sind ja durch. Daher würde ich sagen, wir schnappen jetzt ein Auto und fahren hier nochmal über die Rennstrecke. Das mache ich mit dem. Hier denn bitte drauf fahren? Nein, nein, nicht ausbrechen, ich glaube. Oh, scheiße. Oh. Das geht aber noch voll. Ich könnte ja sogar noch weiterfahren. Ja, oh, lang. Ich kann halt über den Wheeltalk noch weiterfahren. Ah, aber die rechte Kurve wird schwer. Ich hätte halt jetzt nicht erwartet, dass das Auto... Boah, Alter, willst du mich jetzt verarschen? Gut, wir machen nochmal... Ich probiere mal mit dem Land Record Auto, mit dem V10 Destroyer auf der niedrigen Stufe. Ich krieg die erste Kurve nicht hin, also jetzt schon. Ja, da war ich schon das Ende. Also ich hätte niemals gedacht, den nach zwei Unfällen mit dem Ding noch Fahrtüch. Oh Scheiße. Gut, vergessen wir das mit dem Fahrtüchstick. Nochmal. Boah, Alter. Mit dem Fahrtüch kannst du einfach nicht fahren, geht nicht. Geht ab, aber wir nehmen noch mal ein anderes Fahrzeug, was auch abgeht. Und zwar, weil ich weiß, ist der hier sehr krass. Ja. Nur, dass der nicht das YouTube hat. Boah,
Alter. Aber ich fahr mal die Strecke hier rückwärts, dann habe ich eine gerade Strecke. Fährt noch, ich kenne das Problem nicht. Okay, ein Fahrzeug machen wir noch und dann ist auch Schluss. Wir nehmen hier unten den hier. Ich weiß gar nicht mehr, ob der krass ist. Ach ja, geht. Aber die Lenkung geht gar nicht. Okay, nach der Kurve erst bestimmt. Nach der Kurve erst so halt so schnell werden. Ach Scheiße. Oh, easy. Weiterfahren. Oh. Ah, nicht in die Mitte. Leute, sobald das Auto komplett kaputt ist. Weil das Ding nicht mehr fahrbar ist, meint das Video aus. Komm schon, jetzt halt dich auf der Strecke. Ich will das Video weiter. Eigentlich ist es halt jetzt schon nicht mehr fahrbar, aber. Ach Scheiße, der Motor schafft. Motor wirkt ab. Ja, okay, wenn die so verdreht sind, kann ich das auch verstehen. Ah, jetzt. Ne, auch im Sportmodus wirkt er ab. Also der hat schon Power, der Wagen, aber. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da. Und dann geht's in den nächsten Tagen weiter. Haut rein. Ciao, ciao.